Herzlich willkommen zu Uni Wien Broadcast. Ich befinde mich im Hauptgebäude der Universität Wien und heute wollen wir eine Station mit dem Audioguide aufsuchen. Diesen Audioguide bekomme ich beim Portier in der Aula. Prägend für den Weltruf der Universität Wien war, wie sich bei einem Rundgang durch den Arkadenhof eindrucksvoll feststellen lässt, unter anderem ihre medizinische Schule im 19. Jahrhundert. Skoda, der im böhmischen Pilsen als Kind eines armen Schlossers geboren wurde, war zusammen mit Karl Rokitansky, Büste 54, ihr Haupt- und Nestor. Er gehört zu den Wiener Pionieren, die sich von der bis dahin vorherrschenden naturphilosophischen Orientierung der Medizin abwandten und durch Spezialisierung und Entwicklung neuer Disziplinen die moderne, naturwissenschaftliche Ausrichtung des Fachs begründeten. In der Hauptstadt der Habsburger Monarchie wirkte er über zwei Jahrzehnte zunächst als praktischer Arzt und veröffentlichte 1839 seine Abhandlung über Perkussion und Auskultation, die erstmalig eine präzise medizinische Diagnostik mittels Stethoskop und Abklopfen der Körperoberfläche beschrieb, indem sie Körperschall und Atemgeräusche differenziert analysierte. Bis heute beginnt mit einer solchen Untersuchung jede ärztliche Diagnose von Kreislauf und Atmung. Als Professor erwirkte Skoda die Lehre in deutscher statt in lateinischer Sprache und prägte in jahrzehntelanger Tätigkeit Schüler aus aller Welt, denen er die Einsicht in den Prozesscharakter von Krankheiten vermittelte. Er gehörte zu den wenigen Professoren der Universität Wien, die den bedeutenden Gynäkologen Ignaz Semmelweis, Relief 147, unterstützten. Sein Neffe, der böhmische Ingenieur und Industrielle Emil Skoda, baute übrigens die Pilsner Maschinenwerke zu einem europäischen Industriekonzern aus, der vor allem durch seine Automarke bekannt wurde. Die medizinischen Geräte durften wir im Josephinum der Med-Uni aufnehmen und dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Das Josephinum wurde 1785 vom Kaiser Joseph II. Gegründet, um Ärzte und Hebammen für den zivilen und militärischen Bereich auszubilden. Ein Jahr später erhielt die Akademie den Namen Medizinisch-Chirurgische Josefsakademie. Neben der Nationalbibliothek am Josefsplatz ist das Josephinum das einzige Repräsentativgebäude, das auf Joseph II. Zurückgeht. Heute sind neben anderem eine Sammlung von Wachsmodellen und historische medizinische Instrumente in einem kleinen Museum an Freitagen und an Samstagen zu besichtigen. Die Universität Wien ist für die Weiterentwicklung Österreichs in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht von großer Bedeutung. Sie sieht es als ihre zentrale Aufgabe, den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Österreich durch exzellente Ausbildung und Forschung zu sichern. Im Rahmen einer Pressekonferenz am 26. September 2012 zog die Uni Wien Bilanz über das Studienjahr 2011. Einen kurzen Ausschnitt zeigen wir hier in unserem Beitrag und einen ungekürzten Mitschnitt könnt ihr auf www.uniwienbroadcast.at euch anschauen. Die Universität Wien ist groß, nicht nur von der Studierendenanzahl, auch von der Anzahl der Mitarbeiter. Etwa 9.400 Mitarbeiter in Köpfen gezählt, davon etwa 6.700 in Forschung und Lehre. Sie ist damit auch einer der größten Arbeitgeber in Wien, wenn ich richtig informiert bin, nach der Gemeinde Wien der größte Arbeitgeber in Wien. Das ist auch für den Wirtschaftsstandort natürlich ganz wichtig. 91.000 Studierende, ich komme gerade vom MIT, letzte Woche war ich dort, da gibt es 11.000 Studierende mit einem Budget, das unserem nicht vergleichbar ist, aber damit können wir uns, wollen wir uns auch nicht vergleichen. Wir vergleichen uns mit Universitäten wie der Uni Zürich, der Universität München, darauf komme ich dann später noch. 191 ordentliche Studien, also eine sehr breite Vielfalt und etwa 40 postgraduale Universitätslehrlinge. Für eine Universität sind nicht nur die Studierenden an ihr wichtig, sondern vor allem auch die Absolventen und Absolventinnen. Wir haben im Jahr 2010-11, also in dem Studienjahr, um den es im Bericht geht, über 8.000 Abschlüsse gehabt. Die Gesamtzahl der Abschlüsse wurde um etwa 10% gesteigert. Die Universität Wien hat eine deutliche Steigerung, wie Sie an der Grafik hier sehen, im Drittmittelbereich erreicht. 2011 etwa 71 Millionen an nationalen und europäischen Forschungsmitteln, also sogenannten Drittmitteln.
Das ist in Relation zu setzen zum Budget, das wir vom Bund bekommen, das sind etwa 366 Millionen jährlich, also eine deutliche Steigerung der Drittmitteleinnahmen. Internationalität für eine Universität wie die Uni Wien und für jede Universität sind natürlich internationale Partnerschaften wichtig. Wir haben etwa 300 solche, die insbesondere für die Lehraustauschprogramme, also Erasmus und so, wichtig sind. Kooperation in der Forschung basiert hauptsächlich auf individueller Initiative. Sie finden in der Wissensbilanz auch viele Zahlen zu gemeinsamen Publikationen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Uni Wien mit internationalen Partnern. Wir haben im letzten Jahr drei neue Abkommen abgeschlossen. Eins mit der Chinese University of Hong Kong, einer exzellenten Universität, an der ich auch mal kurz tätig war. Queen's University in Kanada und die University of South Carolina in den USA und sind mit weiteren Universitäten jetzt im Gespräch. 24% international Studierende, und ich möchte betonen, für uns sind insbesondere im Master- und Doktoratsbereich natürlich internationale Studierende wichtig. Wir haben Studierende aus 138 Nationen, aus vielen davon natürlich nur einzelne. Aber wie ich sagte vorhin, bei den Neuberufungen sind wir sehr international. 75% der in den letzten beiden Jahren berufenen Professoren kommen aus einem internationalen Umfeld, was natürlich wichtig ist, weil damit Erfahrungen auch aus dem Ausland eingebracht werden, inklusive von Universitäten wie Berkeley, Stanford aus den USA und so weiter. 20%, das ist ein durchaus noch steigerungsfähiger Anteil an Lehrveranstaltungen, werden in Englisch oder auch vereinzelt in anderen Fremdsprachen, etwa in der Romanistik, abgehalten. Ich möchte betonen, die Universität Wien ist wirtschaftlich gesund. Also die Tatsache, dass wir immer sagen, wir brauchen mehr Geld, impliziert nicht, dass wir ein wirtschaftliches Problem hätten. Wir bilanzieren ausgeglichen über die Dreijahresperiode hinweg, was auch absolut notwendig ist, um die Handlungsfreiheit sozusagen zu erhalten. Strategien im Entwicklungsplan. Wie ich sagte, Interdisziplinarität ist für uns wichtig. Das zeigt sich auch in unserer Standortstrategie. Wir haben im Raum Wien ungefähr 60 verschiedene Standorte, darunter natürlich viele kleine, was auch mittelfristig natürlich einer Konzentration bedarf, die in Planung ist. Neue Gebäude, von denen wir einige haben bzw. in Planung haben, werden nach interdisziplinären Forschungsgesichtspunkten sozusagen geplant und besiedelt. Ein Beispiel, das eben besiedelte Gebäude in der Währinger Straße 29 für Informatik und Publizistik. Das ist kein Zufall, sondern wir wollen etwa in der Informatik uns auf Dinge konzentrieren, in denen die Universität Wien andere Stärken hat, nämlich einerseits Medieninformatik, andererseits Bioinformatik, deshalb die Zusammenführung mit der Publizistik. Wir glauben sehr wohl, dass wir uns mit Universitäten wie München und Zürich vergleichen können sollten. Und wenn man etwa anschaut, das Verhältnis Professoren zu Studierenden, dann ist es an diesen beiden Universitäten, die ich erwähnt habe, etwa 1 zu 60, wobei das eine Durchschnittszahl über alle Fachbereiche ist, bei uns über 1 zu 200. Aber auch das eine Durchschnittszahl. Die Betreuungsverhältnisse sind in einigen stark nachgefragten Studienrichtungen sehr ungünstig. Sie sind in den Naturwissenschaften sehr günstig. Also das ist sozusagen nur eine Durchschnittszahl, die aber doch zeigt, dass hier Handlungsbedarf besteht. Das sieht man auch in den Ausgaben der Universitäten pro Studierenden, die im Durchschnitt, und das ist wieder ganz unterschiedlich nach Fächern, an der Uni Wien etwa 5.000 Euro, an der Universität München etwa 9.000 Euro und an der Universität Zürich 22.000 Euro beträgt. Aber ich möchte jetzt, nachdem die ganze Präsentation eh schon recht lang dauert, nur noch schließen damit, dass eine weiter erfolgreiche, und bisher ist sie, glaube ich, sehr erfolgreich, Universität Wien und natürlich auch andere erfolgreiche Universitäten für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Österreich in den nächsten Jahren von entscheidender Bedeutung sein werden. Das sehen nicht nur wir so, ich bin überzeugt, dass es auch das Ministerium so sieht. Und das sicherzustellen, darum geht es auch in den derzeit laufenden Verhandlungen über die Leistungsvereinbarung. Ein Team von der Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit an der Universität Wien unter der Leitung des Universitätsprofessors Magister Dr. Klaus Lamm hat Effekte der Humanisierung untersucht. Je mehr wir uns in die Gedankenwelt eines anderen Menschen hineinversetzen, umso mehr sind wir bereit, uns für diesen später zu engagieren. Klaus Lamm, Vizedekan der Fakultät für Psychologie und tätig am Institut für psychologische Grundlagenforschung im Bereich biologische Psychologie, gewährt uns einen Einblick in seine Arbeit. Er erklärt uns auch, warum es so wichtig ist, in wissenschaftlichen Publikationen über Forschungsergebnisse zu berichten.
Ja, der Stellenwert einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, das ist für uns so wie was wie das täglich Brot oder wie die Verkaufszahlen wahrscheinlich für jemanden, der in einem Wirtschaftsbetrieb arbeitet. Das heißt, wir werden daran gemessen, wie viel verwertbare Informationen wir produzieren pro Jahr. Und das ist im Bereich der wissenschaftlichen Publikationen so, dass es unterschiedliche Rankings gibt. Also da gibt es Zeitschriften, die sehr hohe Rankings haben, Zeitschriften, die eher nicht so hohe oder mittlere Rankings haben. Und je nachdem, wo man seine Arbeit platzieren kann, zählt das mehr oder weniger. Einerseits natürlich für den eigenen Lebenslauf, aber auch für die Universität Wien oder für den Arbeitsbereich, für die Fakultät für Psychologie ist es von enormem Interesse, dass wir hier in hochrangigen internationalen Zeitschriften und Fachjournalen publizieren. Zur Studie selbst. Wir haben uns beschäftigt mit dem Thema Humanisierung. Das ist ein Phänomen, das in der Sozialpsychologie recht gut bekannt ist und recht gut untersucht ist. Heißt so viel wie, dass wir je nachdem, wie wir einen Menschen wahrnehmen, den als mehr oder weniger human wahrnehmen können. Man kennt das im Regelfall am Negativbeispiel der sogenannten Dehumanisierung. Es gibt also Phänomene wie zum Beispiel in der englischsprachigen Literatur nennt sich das Racial Bias, bei uns würde man sagen einen ethnischen Bias, dass bestimmte Personengruppen, die am Rande der Gesellschaft teilweise auch stehen, unter anderem zum Beispiel auch Obdachlose, Drogenabhängige, einer sogenannten Dehumanisierung unterliegen. Das heißt, diese Personen werden, so ist das Phänomen beschrieben, eben als weniger human wahrgenommen als jemand, der zum Beispiel eben nicht obdachlos ist oder keine Problematik mit Drogen hat oder nicht einer anderen Ethnie entstammt. Wir sind den umgekehrten Weg gegangen in dieser Studie. Wir haben uns gefragt, was passiert eigentlich, wenn man Personen mehr humanisiert, also wenn man ihnen mehr humane Eigenschaften zuschreibt. Wie wirkt sich das darauf aus, ob diesen Personen in einem sogenannten moralischen Dilemma, das danach sozusagen vorgegeben wurde, unseren Versuchspersonen, wie werden diese Personen in so einem Dilemma behandelt? Spielt das eine Rolle? Die Ausgangssituation oder das Ausgangsszenario war in etwa folgendes. Was passiert zum Beispiel, wenn Sie vor folgende Situation gestellt werden? Es ist ein Lawinenunglück passiert und Sie sollen nun entscheiden als Leiter der Bergrettung zum Beispiel, ob Sie zur Rettung einer Personengruppe von 5 Skitourengängern einen Einsatzleiter hineinschicken, der versucht, die da rauszuholen. Und Sie wissen zum Beispiel, dass mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dieser Einsatzleiter auch mit schweren Verletzungen nur davon kommen wird oder eventuell auch in eine Lawine hineinkommt, weil die Lawinenwarnstufe eben zu groß ist. Und was wir uns eben konkret gefragt haben, was man in seiner Situation prinzipiell mal tut, also ist ja durchaus ein Dilemma hier vorhanden, soll ich, um 5 Personen zu retten, eine Person opfern? Kann ich das überhaupt machen als Einsatzleiter? Und als Kernthema dieser einen Fragestellung, die wir hier untersucht haben, war eigentlich die Frage im Vordergrund, inwiefern beeinflusst es meine Entscheidung, ob ich zum Beispiel diese Person gut kenne oder nicht kenne, ob ich hier also typisch menschliche Eigenschaften zuschreibe oder nicht. Also wie bekannt ist mir zum Beispiel diese Person, wie nahe steht mir diese Person. Vor dem Hintergrund eben zum Beispiel, dass in Katastropheneinsätzen oder in Krisensituationen ganz allgemeiner Natur Entscheidungsträger immer wieder vor die Aufgabe gestellt werden, Entscheidungen zu treffen, wo sie sozusagen selbst eine bestimmte emotionale Reaktion in sich spüren. Zum Beispiel wird es ihnen schwerer fallen, den eigenen Sohn in so eine Situation hineinzuschicken oder den eigenen Neffen oder eine Person, die sie eben gar nicht kennen. Und diese Frage haben wir in dieser Studie untersucht. Also die Magnetresonanztomographie, um genauer zu sein, die sogenannte funktionelle Magnetresonanztomographie, erlaubt uns einen objektiven Blick in die Gehirnaktivität, während die Personen so ein Trolley-Dilemma zum Beispiel lösen oder während sie Personen humanisieren oder weniger humanisieren. Wir können damit also genau feststellen, welche Bereiche im Gehirn bei bestimmten Entscheidungssituationen aktiv sind. Und was diese Studie uns jetzt gezeigt hat, ist, dass Bereiche im Gehirn, die mit emotionalem Konflikt und der sogenannten Verhaltensregulation, die mit emotionalem Konflikt verbunden ist, besonders stark aktiv sind, wenn sie eine Entscheidung treffen, die diese humanisierten Personen betrifft.
Wir sind als Grundlagenforscher prinzipiell an den Mechanismen für Entscheidungsverhalten interessiert. Es ist also nicht im Vordergrund gestanden, hier Empfehlungen für die Praxis oder Ähnliches abzuliefern. Was unsere Erkenntnisse uns aber zeigen, ist, dass bei Entscheidungen, die Personen betreffen, die als besonders human oder humanisiert wahrgenommen werden, das Stressniveau wesentlich höher ist, wie bei Entscheidungen, die neutrale Personen betreffen. Und die Personen, die solche Entscheidungen treffen, müssen sich einerseits dessen bewusst sein, dass das sozusagen eine ganz normale Situation auch ist, dass sie ihre Emotionen hier im Griff behalten müssen oder dass das schwieriger ist. Und können andererseits natürlich auch entsprechende Trainings in Anspruch nehmen oder sich gerade in solchen schwierigen Dilemmata-Situationen Unterstützung von außen dazu holen. Unsere Kollegin Judith, die gerade ihr Erasmus-Semester in Paris an der Sorbonne 3 verbringt, hat uns gerade noch rechtzeitig einen Bericht über ihr Auslandssemester schicken können. Warum sie so gestresst ist und was sie diesmal wieder angestellt hat, weiß ich nicht. Schauen wir uns jetzt mal an. Hallo liebe Studenten an der Universität Wien. Ja, wie ich letztes Mal schon versprochen habe, berichte ich heute ein bisschen über die Kurse, die ich hier an der Universität Sorbonne Nouvelle Trois in Paris belegt habe. Ein großer Unterschied ist zunächst die Größe der Kurse. Hier sind wir nicht, wie in Wien, wie ich das gewohnt bin, von Theater, Film und Medienwissenschaft in großen Hörsälen, die 80 bis 100 Personen umfassen. Hier sind es vor allem kleine Klassenräume, in denen wir unsere Kurse haben. Hier gibt es Tafeln, Tische und Bänke und das Ganze erinnert ein bisschen an Schule. Das ist unter anderem so, weil die Kurse meistens nur 20, 15 bis maximal 30 Personen umfassen. Denn jedes Kursthema, zum Beispiel Theater, Schauspiel, wird von mehreren Professoren angeboten. Sprich, es gibt zu jedem Kursthema auch 3 bis 5 Professoren. Deswegen sind die Klassen viel kleiner, als ich es von Seminaren in Wien kenne. Der Professor macht zu Beginn jeder Stunde L'Appel. Das bedeutet, er ruft jeden bei seinem Namen auf und prüft somit die Anwesenheit. Es kann also auch eine viel persönlichere Beziehung zwischen den Lehrenden, den Professoren und den Studenten entstehen, wenn die Klassen viel kleiner sind. Sprich, der Professor kümmert sich um deine individuellen Bedürfnisse besser und kann auch auf Fragen viel besser eingehen. Während der Kurse, die meistens 2 bis 3 Stunden dauern, verlässt aber auch niemand den Klassenraum, es sei denn, es gibt eine Pause. Wenn man zum Beispiel früher weg muss, spricht man das extra vorher mit seinem Professor ab und bekommt dann von diesem die Erlaubnis. Ich habe bis jetzt sehr interessante Kurse gewählt und zwar beschäftigen wir uns einerseits mit Kulturpolitik hier in Paris und in Frankreich. Wir besuchen jede Woche unterschiedliche Kulturinstitutionen und lernen hier auch verschiedene Akteure der Kulturlandschaft kennen. Es entsteht also eine Verbindung zwischen den Studierenden und unseren späteren Arbeitsbereichen. In einem anderen Kurs arbeiten wir mit einer Schauspielerin und Schriftstellerin gemeinsam an ihrem Projekt. Dieses beschäftigt sich vor allem mit Identität, Mann, Frau, Geschlecht. Wir spielen hier selbst auch, wir machen Improvisationskurse. Und gleichzeitig schreiben wir selbst auch Texte zu den Themen eben Geschlecht, Identität, Mann und Frau, was ich sehr interessant finde und einfach eine Abwechslung zu den Analyse- oder Theoriethemen in Theater und Kino. Sprich, wir machen hier wirklich etwas Praktisches, was ich sehr schön finde. Die Professoren sind außerdem sehr hilfsbereit, wenn man auch erklärt, dass Französisch nicht seine Muttersprache ist. Sie versuchen dir wirklich entgegenzukommen und auch die Studenten sind wirklich sehr, sehr freundlich und empfangen dich wirklich sehr freundlich, wenn du sagst, du bist eben aus Österreich oder aus Deutschland. Das ist wirklich ein sehr schönes Gefühl. Nächstes Mal berichte ich euch, wie
davon, wie auch die anderen Erasmus-Studenten die Kurse finden und wie sie das ganze System hier an der Universität beurteilen würden. Bis dann! Das Erasmus-Programm ist ein Programm der Europäischen Union. Benannt wurde dieses nach Erasmus von Rotterdam, einem seinerzeit aktiven und sehr gebildeten Humanisten. Erasmus kann auch als Akronym für European Action Scheme for the Mobility of University Students gelesen werden. An dem Programm nehmen alle 27 Mitgliedstaaten der EU teil, sowie 6 weitere Länder. Es ist Teil des EU-Programms für lebenslanges Lernen, welches bis 2006 als Sokrates-Programm bekannt war, welches neben Hochschulbildung auch Schul-, Berufs- und Weiterbildung fördert. Erasmus ist 25 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Seit 20 Jahren ist auch Österreich beim Erasmus-Programm mit dabei. Aus diesem Anlass gab es ein großes Straßenfest bei uns vor dem Haus mit guter Musik, schönem Wetter und sehr vielen Studierenden, die bei dem Straßenfest mit dabei waren. Ich glaube, es war ein schönes Jubiläumsfest für ein sehr erfolgreiches Programm. Erasmus ist ein Programm, das in 33 Ländern in Europa abgewickelt wird. Das ist ein Programm, das die Europäische Union finanziert. Erasmus hat im Wesentlichen den Sinn, die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen in Europa zu fördern, zu stärken. Es ist natürlich vor allem dafür bekannt, dass Studierende mit diesem Programm ins Ausland gehen können, ein Semester oder zwei, entweder auf einen Studienaufenthalt oder auch auf ein Praktikum. Das ist etwas weniger bekannt. Es gibt also auch die Möglichkeit, mit Erasmus ein Praktikum im Ausland zu machen, bei einem ausländischen Unternehmen zu arbeiten. Im Moment sind etwa 4000 Hochschulen am Erasmus-Programm mit dabei. Die Auswahl ist also sehr groß. Was ist zu beachten, wenn ich mit Erasmus ins Ausland gehen möchte? Also zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass es sehr lange Vorlauffristen gibt. Dass es wirklich besonders wesentlich ist, sich rechtzeitig zu überlegen, ob man ins Ausland gehen möchte und wenn man ins Ausland gehen möchte, was das Ziel von diesem Aufenthalt sein soll. Also was möchte ich im Ausland studieren? Wo möchte ich das studieren? Damit auch zusammenhängend, warum möchte ich das an dieser oder jener Destination studieren? Und welche Fristen gibt es dafür und welche Voraussetzungen habe ich dafür zu erfüllen. Es klingt natürlich sehr interessant, nach Spanien zu gehen, nach Barcelona zu gehen. Dort ist es warm, dort ist es nett, dort gibt es gute Partys. Aber es ist zum Beispiel so, dass es auch ausgezeichnete Hochschulen in anderen Regionen Europas gibt, auch in Ländern, die man vielleicht noch gar nicht so sehr kennt, in Nordeuropa, teilweise auch in Osteuropa, wo es nebenbei auch gute Partys gibt und wo man nebenbei auch eine Menge erleben kann. Wichtig ist auch zu überlegen, was brauche ich für Sprachkenntnisse. Es ist zwar so, dass man sich vorher informiert darüber, was eine Hochschule anbietet, was ich auf einer Uni in einem anderen Land machen kann, aber es ist nicht immer so, dass alles in Englisch angeboten wird. Gerade in Spanien zum Beispiel wird sehr viel in Spanisch, in Barcelona oder im katalanischsprachigen Teil dann überhaupt in Katalanisch angeboten. Also das sind solche Hürden, auf die dann manche Studierende erst stoßen, wenn sie dort sind. Und dann ist es eigentlich zu spät. Dann kommt man unter Umständen enttäuscht zurück. Vielleicht sollte ich dazu noch sagen, dass es hier auch an jeder Uni die sogenannten International Offices geben, die einem wirklich viel helfen, auch bei der Bewerbung, bei der Findung von Zielen, beim Beantragen und so weiter. Wenn man es dann geschafft hat und ankommt, dann sollte man sich auch vorher überlegt haben, wie schaut das jetzt für mich konkret aus. Es ist natürlich eine große Erfahrung für viele, das erste Mal dann wirklich ganz auf sich allein gestellt zu sein. Hat man schon eine Wohnung? Ist man versichert? Wie funktioniert das mit dem öffentlichen Verkehr? Wie bekomme ich mein Geld aufs Konto überwiesen? Alle diese Dinge, die stellen sich natürlich als Fragen und die muss man in irgendeiner Form auch lösen. Auch das ist zu schaffen. Auch an den Gastunis gibt es dann meistens sehr engagierte Leute, die einen unterstützen in den International Offices, wo man Hilfe bekommt. Und die Erfahrung und das, was man daraus lernt aus so einem Semester oder zwei an einer ausländischen Uni, die sind dann schon sehr großartig, weil man da einfach viel auch lernt, sich selber zu verstehen und selbst Verantwortung zu übernehmen, selbst Dinge zu organisieren, mit anderen
Kulturen, mit anderen Sprachen zurechtzukommen und sich dort einzufinden. Und das ist nebenbei gesagt auch etwas, was so einen Erasmus-Aufenthalt prägt. Natürlich möchte man etwas lernen für sein Studium, man möchte etwas weiterbringen im Studium, aber man nimmt sehr viel an sonstigen Erfahrungen mit, man gewinnt Sprachkenntnisse, man gewinnt Sicherheit im Umgang mit anderen Kulturen und das ist etwas, was einem im Lebenslauf und im weiteren beruflichen Fortkommen immer nur hilfreich sein kann. An der Universität Wien gibt es ein internationales Büro, das euch bei Interesse an einem Auslandsaufenthalt sehr gerne unterstützt. Wenn ihr ins Ausland wollt, geht dorthin, geht ins International Office, erkundigt euch nach den Möglichkeiten. Die Universität Wien hat sehr viele Partnerhochschulen in ganz Europa, aber auch weltweit und freut sich über jeden, der von der Uni ins Ausland gehen möchte. Nutzt die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Es ist eine wunderbare Erfahrung. Es bringt neue Möglichkeiten, es bringt neue Freundschaften und Netzwerke und wird euch sicherlich in eurem weiteren Fortkommen im Studium, aber auch im Leben bereichern.